Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen DM-Haul für dich und wenn du Bock drauf hast, mit mir diese Tüte auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe meinen Einkauf getätigt am 26. März, das war mein erster Urlaubstag. Ich habe seit Mitte September jetzt gerade das erste Mal wieder Urlaub, was mich sehr, sehr freut. Also ich habe quasi die Woche vor Ostern und den Freitag Urlaub gehabt. Also wenn ihr das Video seht, gehabt tatsächlich. Ja, und ich habe ein bisschen bei DM eingekauft. Ich habe so eine Notizen-App, wo ich dann auch immer wieder meine Produkte reinschreibe, die ich halt so auf dem Einkaufszettel haben möchte. Haushaltsprodukte, Beauty-Produkte, wenn ich zum Beispiel auch andere Videos hier von anderen YouTubern, was mich so ein bisschen angefixt hat. Und dann stöber ich so. Und ich war das erste Mal wieder im DM seit Monaten und es war mir echt eine Wohltat. Normalerweise gehe ich immer in den DM rein, wenn ich beim Frauenarzt war oder bei der Frauenärztin oder wenn ich sonst beim Arzt war und daneben halt ein DM ist. Ja, meine Ärztin ist leider krank geworden, deswegen hatte ich dann am 26. keinen Arzttermin. War nicht so schlimm, aber ich war dann halt im Geschäft drin, das war ganz cool. Und ja, vor allem, ne, es war echt cool, es war wirklich cool, aber es war proppevoll. Und ja, dann gucken wir einfach mal rein. Eigentlich ist es eine Tüte von Rossmann, aber ich glaube, wir kommen damit alle klar. Wir brauchten Klopapier und das habe ich gefunden. Und Leute, ne, das ist eine Limited Edition mit Hund. War das nicht klar, dass ich das dann kaufen musste? Ja, ne? Ich habe übrigens meinen Einkauf weitestgehend mit Payback-Punkten bezahlt. Da war auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt gerade so eine Aktion mit Payback. Ja, da stand so eine Frau, die allen Leuten, die reingekommen sind, eine Payback-Karte andrehen wollte. Ich kann es nur empfehlen, zum einen durch die Rabatte und die Punkte und was auch immer man da in der App sammeln kann, kann man satte Rabatte bekommen, aber auch durch Payback an sich. Ich habe hier durch den Einkauf auch schon wieder richtig viele Punkte gesammelt und habe mit den Punkten, wie gesagt, bezahlt und das war schon ziemlich nice, wenn ich ehrlich sein darf, wenn du dann an der Kasse stehst und dann irgendwie nur noch, keine Ahnung, 5 Euro oder sowas bezahlen musst, ne? Deswegen, ich sammle das immer beim Online-Shopping und auch beim Shopping vor Ort, bei Rewe und so kannst du auch die ganzen Punkte immer sammeln und deswegen voll die Empfehlung, ist aber keine Kooperation oder so, ist hier gar nichts, es ist einfach nur, ne? Eine Empfehlung. Genau, und dieses Klopapier musste mit und ja, es ist eigentlich dieses etwas teurere und ich präferiere auch gerne das recycelte Klopapier, aber hier ist ein Hund drauf. Ja, da kannst du auch nicht Nein sagen, Leute, ne? Deswegen zeige ich euch zuallererst Klopapier. etwas, was hier die ganze Zeit schon rausriecht, nehme ich jetzt auch mal direkt raus. Also ich bin auch ein Horst, ne? Ich habe eben das Thumbnail gemacht und habe dann die Tüte hochgehalten und habe mir dann beim Tüte hochhalten gedacht, warum habe ich nicht einfach nur Papier oder so da reingemacht? Weil man sieht doch eh nicht den Inhalt. Nein, ich musste den kompletten Inhalt, der sicherlich 10 Kilo wiegt, hochriefen. Das ist so bekloppt. Egal, auf jeden Fall habe ich DM Bio Espresso ganze Bohne geholt. Wir holen uns immer wieder Espresso-Bohnen, also holen wir lieber als die normalen Kaffeebohnen, weil die nochmal extra stark geröstet sind und dementsprechend die Bitterstoffe raus sind oder mehr Bitterstoffe raus sind und man dann die ganze Geschichte magenfreundlicher hat. Ne? Also wir trinken ganz normalen Kaffee, aber halt mit Espresso-Bohnen kann ich euch nur empfehlen. Ich habe auch von einer lieben Followerin tatsächlich letztens auf Instagram eine Nachricht bekommen, dass sie das auch mal beherzigt hat und auch immer so Magenprobleme hatte. Und dann hat sie das umgestellt auf Espresso und das hat ihr echt besser bekommen und ja, ich kann das halt auch aus eigener Erfahrung bestätigen, weil mein Freund hat halt Magenprobleme und ja, seitdem wir das halt machen, können wir viel mehr Kaffee trinken, läuft bei uns, aber nee, ist wirklich sehr empfehlenswert und das riecht halt so angenehm, das ist kräftig aromatisch aus 75% Arabica und 25% Robusta Bohnen, genau, das ist wirklich kräftig, aber geil. Das riecht so gut. Ja, und das ist wohl neu, DM Bio. Steht hier jedenfalls drauf, neu. Ne? Also den haben wir auch noch nicht probiert, aber wie gesagt, Espresso, immer wieder eine Empfehlung. Die gab es jetzt in einer neuen Verpackung und die wollte ich dann auch demnächst mal mit euch testen. Habt ihr Bock, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Auf so ein, ich teste die Produkte aus meinem DM-Haul-Video oder sowas, dann schreibt mir gerne, ob ja oder nein und welche Produkte euch hieraus dann am meisten interessieren würden, die ich euch dann zeigen soll. Ne? Genau, da habe ich hier einmal die, oder zweimal gekauft, die Balea Fußhornhautentferner Socken. Das ist wohl neu, mit Fruchtsäurepeeling, mit Minzöl und grüner Teeextrakt, mit Nana-Minz-Teeduft, befreit von Hornhaut und mindert Schrunden. Ich kann euch auch mal im i verlinken, das habe ich auch mal getestet. Ne? Das ist relativ, ich glaube, eins der ersten YouTube-Videos, die ich gedreht habe. Das war, glaube ich, im Herbst
von dem Jahr, wo ich angefangen habe mit YouTube. Da habe ich die auch ausprobiert, aber das war noch eine andere Verpackung und ich glaube auch eine andere Maske dann wohl, ne? Aber mal gucken. Die wollte ich gerne mal ausprobieren. Vielleicht nicht unbedingt so in so einem langen Video, aber mal gucken. Das hier habe ich mir geholt, das ist neu. Es gibt ja auch von Nivea die Foundation. Und jetzt hat Nivea auch einen Concealer dazu rausgebracht. Findest du tatsächlich in der Pflegetheke. Also neben den... Ich bin total... Ich trinke mir erstmal einen Schluck. Es ist 7:30 abends und ich habe eben noch mit Sammy draußen im Dunkeln gespielt. Ja, ich bin ein bisschen platt. Ich glaube, ich setze das hier auch mal runter, dann seht ihr auch Sammy, wie er im Hintergrund liegt und mich anschaut. Ich glaube, das ist besser. Ihr seht aber sein Gesicht nicht. Egal. Auf jeden Fall. Es gibt eine neue Foundation von Nivea, die ich noch nicht ausgetestet habe, die aber dort in diesem... da ist und darauf wartet, ausgetestet zu werden. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch ganz cool, wenn ich das mit dem hier auch zusammen ausprobiere. Der 3-in-1 Augenpflege Care, Eye Care Concealer. Und den habe ich in der Farbe 01 Light. Es gab auch, glaube ich, nur 3 verschiedene Farben, was ich per se sehr schade finde. Aber auch das ist dieses Hybrid-Kosmetik, also dass du quasi Pflege und gleichzeitig ein Produkt hast mit Schminkekram, ne? Ja, ist halt so ein Stift. Mit so einem Puffelding und ein relativ weiches Puffelding. Ja, sieht soweit so gut aus. Aber werde ich jetzt nicht austesten, mache ich dann wirklich in einem Schminki mit euch zusammen. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich bin ja totaler Fan von Nivea Kosmetik. Damals, als ich angefangen habe, mich zu schminken, da habe ich auch Nivea, ja, Produkte verwendet. Eine Mascara, die habe ich geliebt, ne? Gibt's nicht mehr. Vielleicht kommt Nivea jetzt mit immer mehr raus. Ich würde mich voll freuen. Es gibt auch Neuheiten, die ich hier zeige, zum Beispiel den Kaffee. Und das hier war auch neu. Professimo Nature Fruchtfliegenmonitor. 8 Wochen Wirkung, je Flasche Wirksamkeit von unabhängigem Testinstitut bestätigt. Ja, eine Flasche und 4 Leimfallen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Weil nämlich, wir haben extrem viele Fruchtfliegen, Minifliegen, die gehen mir so auf den Keks. Habe ich auch gleich noch was anderes geholt, was ich so als Hausmittel habe. Aber das wollte ich ausprobieren, weil wenn das funktioniert, dann muss ich halt nicht überall meine Essigschälchen hinstellen. Weil ansonsten mache ich mir immer kleine Schälchen, dann mache ich da ein bisschen ist gut, ziemlich viel Essig rein oder Balsamico-Essig oder sonst irgendwas und dann einen Tropfen Spüli. Und das funktioniert halt auch, aber wenn das hier besser funktioniert, dann würde ich mir das hier, auch wenn es natürlich durchaus teurer ist, dann tatsächlich immer wiederholen, weil ja, das sieht wahrscheinlich auch ein bisschen schöner aus. Das mit dem Essig, das trocknet immer so kacke ein und sieht halt auch blöd aus, ne? Und es riecht halt auch nach Essig. Und hier haben wir so ein Pöttchen. Das muss ich noch zusammenbasteln. Und dann haben wir hier diese Leimfallen. Weiß ich noch nicht, wie genau das so funktionieren soll. Bin ich sehr gespannt drauf, ne? Fruchtfliegenmonitor. Wie gesagt, also das wird wahrscheinlich gleich direkt in Anwendung kommen. Werde ich dann aufbauen. Und dann gucken wir mal, wie soll das denn dann aussehen am Ende? Ach, guck mal. Da machst du so eine Leimfalle da außen drum zu. Aber okay, dann muss man die Leimfalle wahrscheinlich immer wieder austauschen, alle 2 Wochen, wa? Da muss ich mal gucken. 8 Wochen Langzeitwirkung. Ja, das, ne, wäre ja alles mega nice. Ich würde mich mega, mega freuen, wenn das so wäre. Ja, meine Mandelmilch musste nachgeholt werden. Und zwar habe ich die von Shear. Da ist irgendwas umgefallen nebenan. Ich hoffe, mein Freund nicht. Schatz? Ja. Alles gut? Okay, irgendwas bei der Couch ist gerade kaputt gegangen. Ne? Herrlich. Ja, habe ich 2-mal geholt, die Mandelmilch. Mag ich super gerne, trinke ich im Kaffee. Die flockt nicht, die ist gut. Ich versuche weitestgehend auf Milchprodukte zu verzichten, weil ich einfach nicht so gut Milch vertrage. Und deswegen habe ich das geholt. Das ist die ungesüßte Variante und die trinke ich einfach gerne. Ja, kann man sich mal gönnen. Ja, hier sind wir bei dem Essig. Ne? Da habe ich von Kühne die Essigessenz geholt. Kannst du auch in Salat reinmachen. Das ist jetzt eine Glasflasche tatsächlich. Ja, die findet man auch wirklich bei den Putzmitteln. Das ist auch sehr interessant. Also, ne, da ich jetzt im DM drin war, ist das ganz cool, weil ich dann erzählen kann, wo ich die Sachen auch gefunden habe. Ich habe mich bei manchen Sachen dumm und dusselig gesucht. Und ja, die habe ich dann auch wirklich gefunden bei den Haushaltsreinigern. Ja, ich habe erst gesucht bei den ganz normalen
Essenssachen, also Food-Stuff und habe sie dann wirklich gefunden bei den Haushaltsreinigern. Ich meine, ich denke auch, sowas wird hauptsächlich zum Reinigen verwendet, ne? Ja, aber ja, jetzt habe ich sie da und da mache ich jetzt halt meine eigenen Fruchtfliegenfallen mit oder halt für einen Salat zum Verfeinern oder so. Ja, das habe ich mir auch geholt. Das war ein bisschen interessant. Also ich habe 2 Corona-Tests geholt. Die sind an dem Tag komplett neu reingekommen. Ich war vorher bei der Apotheke, weil ich da halt ein Medikament für mich gebraucht habe. Und da habe ich auch welche geholt, 4 Stück. Mein Freund musste tatsächlich in der Zwischenzeit einen machen, weil Kontakt mit Kontakt mit Kontakt mit Kontakt, das war über 5 Milliarden Ecken, aber negativ, alles gut. Und hier ja, waren die einfach viel günstiger. Habe ich mich ein bisschen geärgert, wenn ich ehrlich sein darf. Natürlich, die im Aldi und im Lidl sind noch günstiger. Ne? Keine Ahnung. Ich glaube, auch bei Douglas kann man welche kaufen. Da kosten die, glaube ich, im 5er-Set 32 Euro oder so. Ist aber auch teurer als das hier, glaube ich, dann gewesen. Das hier sind halt 2 und also jeweils ein Test gewesen. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ich meine, ja, meine Großeltern, die haben sich mittlerweile impfen lassen. Das heißt aber meiner Meinung nach, ja, glaube ich nicht wirklich, dass du gegen, kannst ja nicht gegen alle Viren, ne, geimpft bist. Das heißt, es gibt ja auch schon wieder welche, die sich haben impfen lassen und dann infiziert sind. Aber angeblich soll das dann ja nicht so stark ausbrechen vom Virus her. Keine Ahnung. Trotzdem, bevor ich zu meinen Großeltern zum Beispiel Ostern oder wann auch immer mal fahre oder zu meinen Eltern, möchte ich definitiv, dass mein Freund und ich vorher einen Test machen. Deswegen habe ich die geholt. Allerlei Strumpfhosen habe ich geholt. Da gibt es auch verschiedene und irgendwie sind die zum einen in einem anderen Design und zum anderen sind die irgendwie teurer geworden, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall habe ich 2 so diese ganz klassischen geholt, die Faszino, ne, sind die alle, Soft Bunt 30D Nude in der Größe M 42 bis 44. Normalerweise würde mir ja eigentlich von dieser Größenangabe her S passen, aber ich mag es bei Strumpfhosen gerne, dass die einfach vor allem obenrum etwas lockerer sitzen und deswegen hole ich mir entweder M oder L. Ich hatte erst L in der Hand, habe mir dann aber gedacht, nee, komm, L ist, glaube ich, ein bisschen zu groß für mich und ja, habe dann auf M zurückgegriffen. Du hast hier natürlich diesen, dass das hier so abgesetzt ist und am Poppes und so dann ein bisschen dunkler, beziehungsweise dann ja feinmaschiger oder sowas, keine Ahnung. Das finde ich per se eigentlich ganz gut, wenn ich aber im Sommer mal Bock habe, mir zum Beispiel eine ganz kurze Shorts anzuziehen oder so, kannst du das nicht hier mitmachen. Deswegen habe ich mir dieses hier geholt, das ist laufmaschenresistent, spezial in 30D Perle 42-44M. Die haben oben halt nicht diesen Bund, ne? Deswegen habe ich die einfach mal mitgenommen. Und laufmaschenresistent, das sagst du natürlich auch nicht, nein. Ja, und das ist dann halt dafür gedacht. Und das hier sah mir auf dem Bild auch so aus, als wäre es auch ohne dieses Höschen, was ich cool finden würde. Das ist Matte Optik Champagner 20D. Genau, da hoffe ich auch, dass es oben nicht dieses Bündchen quasi hat. Ja, da bist du halt dann einfach flexibler mit unterwegs, ne? Und da jetzt bald tatsächlich irgendwann hoffentlich diese ganze Geschichte kommt mit nicht umfallen, mit kurzer Röcke tragen und so ein Kram, freue ich mich drauf. Denn ich mag es eigentlich nicht, mit nackligen Beinen rumzulaufen. Nicht nur auf der Arbeit, sondern halt auch generell. Ich mag das einfach nicht. Deswegen habe ich auch immer so käsweiße Beine und das ist ein Teufelskreis. Aber ich mag das nicht so gerne, ohne Strumpfhose rumzulaufen, weil dann fühle ich mich wirklich zu nackig. Wenn es jetzt super heiß ist, so 30, 35 Grad, klar, da ziehe ich auch keine Strumpfhose mehr an. Aber im Großen und Ganzen mag ich es einfach lieber. Ja. Ja. Ne? Eine neue Foundation habe ich gefunden. Das ist von NYX. Die Total Control Pro Drop Foundation. Da sind nur 13 Milliliter drin. Die habe ich auch schon bei Maxim gesehen. Ich habe die Farbe Alabaster mir geholt. Und die soll so geil sein. Also das schwärmen echt jetzt viele von, die sich die geholt haben. Das ist eine neue Formulierung. Das ist, glaube ich, jetzt Tierversuchs... Nee, irgendwas war das. Oder die ist jetzt vegan von der Formulierung. Ich weiß nicht. Irgendwas ist da auf jeden Fall jetzt anders. Keine Ahnung. Als damals. Und die ist ja echt winzig klein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich habe die echt ein bisschen hell geholt, oder? Vor allem, wenn ich die dann im Sommer tragen möchte. Oh. Oh. Muss ausgetestet werden. Ups. Ist aber schön mit Pipette, Glasflakon, ne? Ist alles ganz hübsch. Muss ich mal gucken. Aber,
Ja, die Online-Bilder fand ich halt auch irgendwie ein bisschen schwierig bei der Foundation, ne? Ist euch eigentlich auch aufgefallen, dass in letzter Zeit super viele Foundations und super viele neue Mascaren auf den Markt gekommen sind? Ich komme gar nicht hinterher, das Ganze zu testen, weil ich mir denke, wow, ich brauche noch irgendwie 20 weitere Köpfe, um das immer wieder so auszutesten, weil ich das eigentlich, ne, ich teste das gerne so in der First Impression mit euch, aber noch cooler finde ich das eigentlich, wenn ich das so über einen langen Zeitraum testen kann und euch dann auch meine Review dazu geben kann oder während ich das dann mit euch im Video schminke, euch schon mal sagen kann, wie die sich überhaupt über den Tag verhalten wird und so. Ja, ist ein bisschen schwierig, aber man kommt einfach nicht hinterher, ja. Zwischendrin noch ein bisschen Haushalt. Das hatte ich sowieso gesehen. 65 Cent hat das, glaube ich, nur gekostet. Und das wollte ich mal ausprobieren. Und das riecht so geil. Boah, das wollte ich einfach fürs Klo nehmen, fürs Gästeklo. Das ist von Denkmit. Das Duftgel absorbiert Gerüche, samtig frischer Duft. Duft hält bis zu 6 Wochen. Und Cozy Cotton. Oh, frisch gewaschener Wäscheduft. Ne? Das ist auch richtig geil. Ich weiß jetzt gar nicht. Ah, so funktioniert das. Einfach abmachen. Ist doch hübsch, ne? Guck, dann mache ich das hier doch irgendwo hinten dran, dass wenn ich dann beim Aufgebraucht-Video drüber rede, dass ich euch sagen kann, woher das kommt. Oder steht das drauf? Nee, das steht hier an der Seite drauf. Oder? Oder nicht? Oder doch? Ist eigentlich auch Pelle, ne? Ja, ich klebe es einfach hinten nochmal dran. Dann wissen wir nachher alle Bescheid. Obwohl, da hält das nicht so gut. Bastelstunde mit Claudi. Wie mache ich am besten ein Klebi wieder hinten dran? Aber es riecht schon mal richtig angenehm. Doch, das muss ich sagen. Mehr Sicherheit für Kinder. Enthält Biertex. Nee, Bitrex. Keine Ahnung, was Bitrex ist. Aber es riecht gut. Oh. Und wir haben ein sehr kleines Gästebad. Und dann sieht doch hübsch aus, ne? Ja, mag ich leiden. Doch. Dann habe ich mir von Nivea die Intimo Waschlotion Sensitive geholt. Ich habe zwar noch das von Juno and Me in Anwendung, was ich übrigens auch sehr gut finde, ne? Aber wenn ich es so länger jetzt auch teste, denke ich mir, ja, es ist nice, aber es ist auch ganz schön teuer. Und jetzt hole ich mir einfach so eine Intim-Waschlotion nochmal nach. Finde ich immer, also ich persönlich verwende sowieso gerne solche Waschlotionen extra für den Intimbereich, weil das einfach besser ist für meine Flora da unten rum. Nennt man das so? Flora, ne? Ja, genau. Für meine Intimflora. Genau, weil andere Sachen könnten zu austrocknend wirken und das möchte ich ja auch nicht. Und das soll halt dafür genau passend sein. Ich weiß gar nicht, wer davon immer so geschwärmt hat. Ich glaube, dass Nathalie Nordbeauty davon dann geschwärmt hatte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir das deswegen mal irgendwann notiert und jetzt nachgekauft. Dann habe ich noch etwas von NYX und da hatte auch Maxim so von geschwärmt. Alter Anfixer hier. Shine Loud Magic Maker und den habe ich mir in der Farbe Da stand da. Nee, Magic Maker ist die Farbe, ne? Genau, das habe ich mir geholt. Das ist so ein Liquid Lipstick und darüber machst du dir so ein Gloss. Und dann soll das total super sein. Ich hoffe, dass es auch nicht so austrocknend ist. Aber wenn du dir so ein Gloss drüber machst, dann hat man das ja wieder runtergenommen. Und das fand ich von der Farbe her für mich total passend, ne? Also habe ich mir das mitgenommen. Ja, Waschmaschinen, Pflegereiniger, sowas brauchen wir hier. Ne? Wir haben sehr kalkhaltiges Wasser und dann lösen sich halt auch die Waschmittelreste in der Waschmaschine. Und damit leben die Waschmaschinen länger. Also Waschmaschinen leben länger mit Denkmit. Nicht nur mit Kalkofen, sondern auch hiermit. Und ja, spektakulär, Claudinchen. Dann hat Evelyn eine neue Pinsel-LE rausgebracht. Sind das die einzigen davon? Ich glaube schon. Ich habe aber noch andere Pinsel geholt. Ich bin aktuell sowieso im Pinselwahn, Leute. Es ist wahnsinnig. Die beiden habe ich noch bekommen. Die Augenpinsel gab es wohl nicht mehr. Das heißt, einmal habe ich hier den Rouge-Pinsel. Und die haben halt so einen schönen Rosenquarzstiel, ne? Jedenfalls in der Optik. Das fand ich total schön. War in einem Aufsteller, habe ich mitgenommen. Und dann habe ich noch den Make-up-Pinsel mitgenommen. Damit kannst du dann wohl Foundation auftragen. Das fand ich auch ganz nice. Jo, deswegen durften die beiden mit. Ich habe keinen Platz mehr. Auch das durfte mal wieder mit. Und zwar als Wecktücher feucht. Die haben wir hier halt immer mal wieder liegen. Mein Freund verwendet die halt auch super gerne. Deswegen, ne, haben wir die immer da. Da habe ich jetzt 2 Stück von geholt. Das sind jetzt die mit Melonenduft. Und ja, die kannst du halt immer mal wieder für zwischendurch verwenden. Steht hier auch drauf, hygienische Sauberkeit für zwischendurch. Ideal auch unterwegs, aber das mache ich jetzt nicht. Limitierte Duftedition. Wassermelone kommt jetzt immer so Richtung Frühling, Sommer raus, ne? Letztes Jahr habe ich die, glaube ich, gar nicht mehr bekommen, aber jetzt habe ich die gekriegt und das freut mich sehr. Hier sind jeweils 50 Tücher drin, ne? Und ganz ehrlich, wenn man einen Haushalt hat, dann passieren halt ab und an mal Unfälle und dann freut man sich, wenn man halt irgendwelche Sachen da hat. Ich habe tatsächlich heute noch solche Allzwecktücher verwendet, als ich mein Handy auseinandergenommen habe, beziehungsweise ich habe hier die
Grundfolie von weggenommen und hinten dann auch dieses, also das ist ja so zusammengeklickt einfach, das ist so ein, ja, nimmt aber auch dementsprechend den Fingerabdruck nicht wirklich an. Und habe das dann, das Handy habe ich sauber gemacht und diese ganzen Hülle heißt das, genau, die Hülle. Und dann halt nochmal nachgeputzt mit so Mikrofasertuch und dann war es halt sauber. Ja. Ich habe hier einen Feuermelder eigentlich hier oben über mir und der hat letztens so gepiept. Das heißt, die Batterie war leer und das, wie lange wohnen wir jetzt hier? Ich glaube, fast 5 Jahre. Und ich glaube, so lange halten die Batterien dann auch immer in Feuermelden. Ja, hier steht es auch drauf, 5 Jahre hält das Ganze. Und ja, da habe ich mir jetzt einfach eine nachgekauft. Und es macht durchaus Sinn, wenn ich hier einen Feuermelder habe, so oft wie ich hier irgendwas abfackel. ja, genau. Aber ich glaube, der hat noch nie ausgelöst, als hier irgendwas abgefackelt ist, ne? Unglaublich. Das hier fand ich auch interessant. Das ist mir nämlich tatsächlich, als ich einkaufen war, auch noch wieder bitter aufgestoßen. Und zwar bin ich ja normalerweise Brillenträger. Und ja, wenn ich dann die Maske aufhabe und die Brille, dann sehe ich irgendwann nichts mehr. Und das Ganze ist echt ganz schön nervig. Und dann setze ich mir die Brille immer hoch, aber dann sehe ich ja nicht mehr, was dann zum Beispiel auf so Packungen draufsteht, weil ich das nicht mehr so gut lesen kann. Oder was halt in der Ferne weg ist. Und dann muss ich immer wie so ein Maulwurf ganz nah an die Regale. Und dann denken die Ladendetektive immer, dass ich irgendwas mopsen will, was ich ja nicht will. Ich will nur einfach wissen, was das ist. Es ist immer peinlich. Im Action ist das schon mal richtig, richtig eskaliert. Nicht eskaliert, aber da wurde ich tatsächlich auch schon mal angesprochen. Seitdem trage ich immer Brille, wenn ich einkaufen gehe. Ja, aber das ist halt jetzt aktuell mit der Maske etwas schwierig und deswegen habe ich mir von Zeiss etwas geholt. Das ist das Anti-Beschlag-Set. Ich glaube, das hatte Cindy Jane vorgestellt. Ich glaube schon. Naja, auf jeden Fall hatte ich mir das notiert. Das war nicht günstig, ne? Ich weiß nicht, 10 Euro oder so hat es gekostet. Das ist halt ein kleines Täschchen, ist super süß. Da hast du hier so ein kleines Mikrofasertuch mit bei, so ein Brillenputztuch. Und hier hast du dann so ein Spray. Sieht man total super. Genau, und damit kann man das dann halt, die Brillen behandeln. Ich weiß echt nicht, wie lange das dann halten soll. Ja, aber ich wollte das mal ausprobieren. Und vielleicht interessiert euch das auch so sehr, dass ihr sagt, Mensch, das solltest du mal mit uns zusammen ausprobieren. Sammy hat die Position gewechselt. Dann habe ich mir natürlich noch ein Lüftergloss mitgenommen von Maybelline, weil da gab es gerade irgendwie auch Rabatt drauf. Und jo, den habe ich ja schon in der Farbe 004 und jetzt habe ich auch noch die Farbe 005 mitgenommen. Also ja, ne, da hat mich Nathalie Nord Beauty echt mit angefixt. Und es ist einfach ein tolles Produkt, ja. Ich habe auch das von Zu Eva ja da bekommen, ne, in der Kooperation mit Beauty Bay. Und das ist schon sehr vergleichbar, aber ich glaube, Zu Eva ist viel teurer. Achtung, Dupe Alarm. Da habe ich mich von Nathalie und von Maxim anfixen lassen, und zwar von NYX The Marshmallow Primer. Das ist dieser hier und da bin ich extrem gespannt drauf, wie der auf meinem Gesicht so funktionieren wird. Ne? Das ist einfach ein toller Primer angeblich und das kannst du entweder alleine verwenden oder mit Foundation und das soll einfach alles toll machen. Ja, ist doch nett, ne? Ja, muss ausprobiert werden. Dann gab es noch 2 Duftkerzen. Ich weiß gar nicht, ob die neu waren. Die gab es auf jeden Fall bei Glade und oh, die riechen jetzt auch gerade so gut, ne? Wenn ich damit mit der Maske halt durch den Laden gehe, dann rieche ich die natürlich nicht, aber ein bisschen was riechst du ja schon, ne? Und die habe ich voll gerochen, das ist die Relaxing Zen Kerze. Boah, die riecht so nach Monoir, nennt sich das so? Dieses Mono und dann das I mit den 2 Punkten oben drüber. Ich glaube, das ist das auch. Das soll aber, glaube ich, nach Lotus oder sowas riechen, keine Ahnung. Riecht auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, sehr süß-fruchtig, würde ich sagen. Süß-blumig. Und hier das klassische Romantic Vanilla Blossom. Finde ich auch total cool. So, sehr süß, ne? Aber geil. Boah, ich stehe auf sowas. Okay, ja. Und dann habe ich mir noch ein paar Pinsel geholt. Shame on me. Aber da war halt Lahaye oder so. Und die haben da halt so eine neue Pinsel-LE gehabt, ja. Habe ich vorher nie in den Läden gesehen. Jetzt stand bei uns so ein riesengroßer Aufsteller. Naja, was halt ist so ein Display halt, ne? Und da waren die ganzen Pinsel drin. Und da waren noch alle Pinsel drin. Und da habe ich mir alle von mitgenommen. Okay, da habe ich mir zuallererst den Duo Fiber Brush mitgenommen. Das ist dann wohl so ein Stippling Brush. Und das ist aus recyceltem Aluminium hergestellt. Das ist ja interessant. Make-up-Pinsel im glamourösen Design mit super weichem und hochwertigem veganen Pinselhaar. Siehst du wohl. Und dann habe ich hier noch geholt den Blush Brush. Okay, würde ich aber auch zum Puder verwenden, ne?
Ist auch so schön. Oh mein Gott. Oh, ich bin so bekloppt. Sind da Glitzer? Nee, die Glitzerviecher sind da leider nicht mit drauf. Das ist wirklich nur Alu-Stil. Das hier ist der Large Powder Brush. Ich liebe große Fluffel-Leute. Und was haben die alle immer von den Lahai-Pinseln beschwärmt, ne? Und ich habe nie einen gekriegt. Nie. Nie. Und jetzt habe ich sie mir alle geholt. Den Highlighter-Pinsel habe ich mir auch geholt. Der sieht interessant aus, weil der halt vorne so zusammengequetscht ist, ne? Das sieht man da auch. Das heißt, der ist dann so abgeflacht. Das ist auch cool. Cruelty Free steht überall drauf. Und einen einzigen Augenpinsel läuft bei ihm. Eyeshadow Brush, das ist dieser hier. Ja, die sind wohl dann eher darauf aus, auf Gesichtspinsel, ne? Ja, aber die mussten halt sein. Es musste alles sein. Und das sind auch alles sinnvolle Produkte, finde ich. Ja, und ein paar Sachen, wie gesagt, möchte ich gerne mit euch zusammen austesten. Falls ihr da Bock drauf habt, ne, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare rein. Dann machen wir das einfach mal zusammen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Huch! Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.